So, wie gesagt, es geht weiter im Programm. Jetzt seid ihr wieder dabei. Oh, oh, wir sind jetzt im Thronsaal. Sag, mich hat noch keiner gesehen. So, und dann hier und da und ich weiß gar nicht mehr, ich sehe nur noch Blut und Kehlen, die durchgeschnitten werden. So, Junge, Junge, Junge. Ein Massaker. Wenn ich dich finde, so. Wir haben alles. Verdammt. Nochmal zwei Männer verloren. Zurück. Und dann warte ich. Gesetzloser Abschaum. Holt die Waffen. Sollen Sie sich drum kümmern? Du rennst nicht mehr weg. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Du wagst es, dich unter uns zu zeigen? Natürlich. Schande über dich. So, wo ist sie denn? Hier. Da ist jemand. Warte mal. Was hat der, was haben die Blauen? Das sind die Eunuchen, oder was? Nee, das sind, ach so, das sind die Dings. Ich habe schon gedacht, das wären die Eunuchen. Das sind aber die, hier ist ja gar nichts. Aber wunderschön, der Palast. Warte mal, wir gehen mal hier hoch. Oh, wow, wow. Ich glaube, die sind irgendwo hier in den Gemächern. Da ist eine Tür zu. Wo werden die denn, wo wird sie denn sein hier? Warte mal. Okay, wir sind jetzt hier vorne. Na, warte mal. Da vorne ist sie. Ah, wo sind das hier in ihren Gemächern? Da bist du doch, Rabiha. Du bekommst deine Strafe. Wache! Kommt alle bei und seht zu. Da ist sie doch. Sieh mal an. Unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Die sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Mhm. Stell dich nicht dumm, Akira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du okay. Hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Die kennt sie. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Ah, ich habe gedacht, ich kann die umnieten, aber kann ich leider nicht. Okay. Oh, 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 ich nehme noch mal lieber ein bisschen Akira was mit. Akira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Sie hat mich gesehen. Ich sollte etwas Abstand halten. Okay, okay, die wird uns dahin führen. Okay, verstehe. Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Bleib ruhig. Hey, das ist der! Wachen! Wer ist hier? Schnappt ihn! Okay, wir gehen mal woanders hin. Vielleicht sieht sie uns ja von hier nicht. Ah, die sitzt immer noch. Jetzt. So, okay, wir müssen die beschatten. Okay, die geht jetzt. Sie sieht uns nicht. Es ist keiner hinter dir. Du kannst ruhig laufen, hör mal. Wir machen die fertig. Lak Habibi. Es ist vorbei. So, warte mal, hier entlang. Hinter diese orangen Bäumchen. Die ist aber auch eine raffinierte Gaunerin, ne? So. Angelegt hat? Ich dachte ernsthaft, einer von beiden würde sterben. Und dabei ging es nur um ein totes Pferd. Oh, ich habe gedacht, die sieht mich. Keiner von denen. Weder die sehen mich noch sie. Komm, lauf weiter, bevor mich die Wache sieht hier. Wir treffen uns morgen früh am Grab von Ibn Hanbel. Gehst du zu den Kamelen? Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein. Okay.
Allah verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Dich gerne. Deine Herrin allerdings. Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Mhm. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Jetzt warte mal, wir gucken mal. Da ist irgendwas. Da. Was ist das hier für eine Tafel? Oh, die Weltkugel schon von damals wahrscheinlich, hä? Weißt du, wo die Kirche noch gesagt hat, die Erde ist flach. Und wenn du was anderes gesagt hast, wurdest du geköpft. Nee, Entschuldigung, du wurdest auf den Scheiterhaufen geworfen. Ja, Wissenschaft sollte man immer fördern. Ganz, ganz wichtig. Einsammeln. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe ich. Okay. Viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Was soll das jetzt mir sagen? Ah. Mit Rätsel. Welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Machen wir den. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kob. Ich habe keine Ahnung. Ich platziere jetzt mal einfach auf gut Glück, liebe Leute. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Meer, das Blau, Wüste. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Vielleicht hier das Gedicht. Aribas Gedicht. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Mhm. Passiert aber nichts. Ach, die drei Bücher und dann das Gedicht. Mir muss etwas entgangen sein. Und jetzt? Das Meer ist blau, die Wüste golden. Ja, ich weiß. Also müsste das hier... Im Grunde genommen musste das hier als vorne erstmal. Okay, warte mal. Das Blaue hier. Und dann... Irgendwas habe ich übersehen. Ist das jetzt hier das Buch hier platzieren? Gold? So, und jetzt? Nochmal, warte mal, das Gedicht nochmal aufsagen. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Gold? Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Eventually müssten wir, ich sehe auch nicht hier blau. Hier ist ein Hinweis vielleicht, blau. Vielleicht tauschen wir die mal, die hier. Buch reinlegen.
weißes Buch. Und dann das blaue da hinten. Nee, das goldene, die Wüste. Nee, passiert nichts. Dann doch umgekehrt. Warte mal, dann nehmen wir das hier mit. Und setzen das doch mal da vorne ein. Warte mal. Eventually geht das dann. Nehmen wir das Buch hier weg. Das andere einsetzen. Gelbes Buch. Also so viele Varianten kann es wohl gar nicht geben. Junge, ist das schwer gemacht. Ich sehe halt keine Hinweise. Blau. Wahrscheinlich sind auch unten Hinweise. Weiß ich nicht. Guck mal. Auch nicht. Ach, da sind doch die Hinweise. Guck da. Wüste. Also. Da kommt das Meer. Dann die Wüste. Und dann die Kobra. Oder sehe ich das falsch? Wüste, Meer. Das Meer ist am Anfang. Was ist hier? Nee. Das Meer ist am Anfang, warte mal. So hat sich zumindest in ihren Gedichten drin. Das Meer. Das Blaue. Und dann die Wüste, das goldene Buch. Kommt hier hin. Das goldene Buch. Oder das gelbe. Und dann die Kobra. Die Kobra. Aber dann habe ich doch das. Gibt es noch andere Stände? Nee. Dann tauschen wir nochmal das mit das hier. Dann hätten wir die doch alle durch. Blaue Buch. Oh Mann, was für ein Rätsel, liebe Leute. So. Weiße Buch. Passiert immer noch nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben da überhaupt. Ach, da ist noch ein Ständer. Jetzt haben wir doch vier Bücher. Was ist das? Das Schwarze ist für die Kobra. Und die Kobra ist da vorne. So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, liebe Leute. Jetzt habe ich es auch irgendwann mal kapiert. So, jetzt die. Das tauschen wir gegen das Schwarze. Blaue gegen Schwarz. Und Schwarz kommt vorne, weil Schwarz war das Meer. Blau war das Meer. Warte mal. Ne? Genau. Wüste. Und da hinten ist das Meer. So, Wüste. Und hier ist das Meer. Blaues Buch. Okay. Da haben wir es doch. Oh, da gibt es einen unterirdischen Gang. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. So. Bleib hier. Renn nicht weg. Ich krieg dich. So viele Jahre der Suche.
uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. So einfach kriegst du mich nicht. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Oh, die hat sie getötet. Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verboten. Damit habe ich nicht gerechnet. Dort gibt es nichts. Roshan kommt und. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Genial gemacht. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? War das eine Drohung? Wenn es so wäre. Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Es wäre nämlich Hochverrat. Da hat die Bruderschaft etwa... Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Es ist nicht das Ende, aber wir, oder? Es geht noch weiter. Liebe Leute, das wird spannend. Jetzt wird es endlich spannend. Das war schon die ganze Zeit spannend. Ich habe mich immer gefragt, wer denn dahinter steckt. Aber sie hatte gute Absichten mit uns. Sie hatte überhaupt keine bösen Absichten. Vielleicht, weiß man nicht. Wir werden es sehen. So, wir müssen jetzt mal hier raus, aus dem Palast wieder. 3 Fertigkeitspunkte haben wir noch. Und Wachen, die letzte Reise. Wachen, zu mir! Die letzte Reise. Du wirst uns nicht entkommen. Du kannst nicht fliehen. Natürlich werde ich entfliehen. Wir müssen hier schnell weg, ey. Wir werden von der ganzen Stadt gesucht. Ich hoffe, uns erwischen die nicht. Oh, der hat uns... Der ist wirklich bis...
bis zum Ende uns hinterhergelaufen. Bleib mir vom Leib! Leg dich zu den anderen hin. Fertig. Schnell raus aus dem Palast hier wieder. Allah sei Dank. Wieder bin ich mit meinem Leben entkommen. Und habe Zerstörtes zurückgelassen. Oh, 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 oh. Dachte mal, Alhamdulillah, wir haben es geschafft, ne? Oh je. Spannend, liebe Leute. Ich habe gedacht, das wäre jetzt zu Ende, aber es gibt noch die letzte Reise. Triff dich mit dem Versteckten von Nihal. Wo ist es denn? Das Versteck von Nihal. Ah, da wo die... Okay, das ist ganz... Eine ganz andere Abteilung. Und das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da bleibt einfach spannend, ne? Rohan hat uns gesagt, ne, Roshan. Roshan hat gesagt, die würde uns töten, wenn wir die Bruderschaft irgendwas oder Befehle verweigern. Aber wir werden es sehen. Lass uns erstmal zu Nihal rüberreisen und dann gucken, was Nihal dazu sagt. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.